So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Rivals. Wir kehren heute nicht von den Kopf zu den Racern zurück. Auf geht's. So, was sollen wir denn haben? Level 5 Kopf von der Seite, Godbird vs. Sweet, das können wir fast in einem Rutsch machen. Aber 5 Kopf von der Seite, jawohl, das geht. Müssen wir ein bisschen Action machen und dann ziele 2 Betäubungsminentreffer gegen die Cops. Wir fangen jetzt mal mit Hot Pursuit an. Hoher Einsatz. Das müssen wir machen auf jeden Fall. Ja, wir müssen es auf jeden Fall machen, klar. So, heute letzte... Na, nicht mal die... Nein, überraschend. Nicht die letzte Folge diese Woche. Sondern nur die Folge 4. Weil morgen geht's ja schon wieder weiter. Um 18 Uhr, weil... Wir machen jetzt nämlich täglich Rivals. Das Rennen ist mir jetzt gerade herzlich egal. Geh mal weg. Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und Nummer 5. Das war die Nummer 1. Das war mal ein Spiel. Oha. Aber habe ich den erwischt? Ja, ich glaube, ich habe den aber erwischt. Wie gesagt, das war jetzt mir gerade herzlich egal. Ich wollte nur erstmal die Dinger da nebenbei erledigen. Weil das Gold kriegen wir hin schon. Es war hier nicht viel Gold. Ich glaube, den haben wir aber trotzdem erwischt, den Typen, oder? Ja, man nicht. Scheiße. Haben wir nicht erwischt. Doch, haben wir wohl. Okay, dann hat der zweite Treffer doch gesessen. Okay, gut, das haben wir dann auch erledigt. Wie gesagt, das Rennen war jetzt gerade herzlich egal. Jetzt machen wir das Hot Pursuit, jetzt machen wir das Rennen. Und müssen wir nur noch gewinnen. Das ist jetzt erstmal egal. Eine Garage verlassen. Presslufthammer. So, das Ding müssen wir jetzt gewinnen. Zwölf Kilometer stehen da, ne? Ich glaube, den habe ich aber. Hab ich den noch mitgenommen, den Typen, weil der hat sich schön zerlegt. Wir sind jetzt dritter von 5, also das müssen wir auf jeden Fall. Nervt mich nicht. Sie werden abgehängt. Auf den Hilfe auf die Verfolgung gemeldet. Verstanden. Weiter Code 3. Melden Sie den Verdächtigen in Sicht. Sie sind Kontakt zu weiteren Verdächtigen. Bitte auf Code 3. Damit sich Kontakt wiederhole. Habe sich Kontakt. Vordere 10 37 Einsatzunterstützung an. 10 4. Luftunterstützung im Anflug.
Jetzt wurde. Den ersten muss ich mir da vorne noch holen. Aber der jagt, die jagen sich da gegenseitig richtig schön. So, jetzt kann ich entspannt hier durchfahren. Oh ne. Das ist nicht wahr! Aber die sind explizit nur auf mich gegangen. Da sind vier andere noch dabei. Auf wen gehen sie? Auf mich, auf den Erstplatzierten. Ich war nämlich Erster. Ich hätte das Rennen nämlich gewinnen können. Da haben sie mir den schön wieder weggenommen, ey. Den Sieg. Mann! Wie kotzt mich das gerade an? Ich will das Ding hier gewinnen und nicht irgendeine Scheiße da fabrizieren. Kann doch nicht sein, dass man nur drauf geht auf mich, ey. Penner, Junge. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Oh, hier haben wir doch einen fucking EMP, Alter. Ja, das Problem, ich bin letzter, bin vierter momentan. Das Problem, ich bin noch nicht mal, ja, ich muss erst mal da vorne rein, ey. Ja, schön, wichtig. Ja, ich komme, kann jetzt, ich darf dieses Rennen nicht beenden. Also das ist, glaube ich, irgendwie das, was ich... Nein, du darfst dieses Rennen nicht beenden. Sorry, das geht nicht. Tut mir leid. Es ist immer noch die Kack... Ach, Mann.
Irgendwie hat er, mag er mich heute nicht über diese Aufnahme. Ey, einer rechts, einer links, der nächste rammt mich in die Wand und ich stehe mal wieder die. Ich stehe wieder blöd in der Gegend rum. Oh, hau doch einfach ab, mein! Hau ab von mir! Geh mir eigentlich da auf den Sack, ey! Ja, der nächste Scheiß, das ist das, was der Scheiß ist jetzt da vorne, dass jetzt natürlich alles da vorne weg ist. Jetzt muss ich erstmal wieder an das Feld ran, das ist das Problem an der Sache. Vorne ist übrigens der Drittplatzierte. Im Gold muss das Ding ja sein. Es fehlt noch einer. Was ist denn der Erstplatzierte da? Ne, ernsthaft jetzt? Ich sehe nur Kopf. Der, ey, der kann doch nicht sein. Jetzt geht das schon wieder los. Jetzt habe ich wieder irgendwelche Penner, die mir das Rennen versauen. Mann, du gehst mir auf den Sack, Alter! Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich fahre nur dieses fucking Rennen. Ich will nur dieses Rennen gewinnen. Und du wirst direkt wieder von irgendwem so an der Seite gerannt, dass dein Auto direkt Schrott ist. Ey, das kann es nicht sein. Mit dieser Karre kannst du nichts gewinnen. Mit dieser Karre, ich muss dieses scheiß Goldding hinkriegen. Und ich verkack's die ganze Zeit. Das dritte Mal jetzt hintereinander. Das ist verkacke.
kleines Arschloch, Alter. Auf die falsche Taste. Ich wollte eigentlich die Mine abwerfen. Ja, die Dinger sind nicht ohne, nein. Die Deutsche. Ich habe meine Mine für weg. Irgendwas muss ich so wegrammen, dass er am besten noch 10 Schläge macht. Weil das Feld muss ja wieder vorbei an dir. Jetzt müssen wir das Auto reparieren. Ja, ist vorbei. Das ist vorbei. Die gehen jetzt alle an mir vorbei, damit ich nicht Erster werde. Der erste da vorne ist schon wieder weg. Ich werde wieder maximal nur Zweiter. Hoffe zumindest. Also glaube ich zumindest. Ne, da vorne ist der. Der ist in einem Duell mit dem Dings. Und dann noch 2,7 Kilometer. Wir sind immer noch. Achso. Och, leck mich doch nicht, ne? Wieder du, ne? Das ist nicht wahr! Du schon wieder! Ja. Du schon wieder, Alter! Das ist jetzt das zweite Mal mittlerweile! Ey, das ist jetzt das zweite Mal! Sucht ihr mich explizit auf der Karte? Wo ist dieser Kerl? Wo ist der? Ja, da ist der, da muss ich hin! Alter, gehst du mir auf den Piss, ey! Gott sei Dank hat er mir das Rennen nicht noch versaut kurz vorm Ende. Aber ich habe keine Speedpoints bekommen. Das ist das Problem. Ich habe keine Speedpoints. Ich habe das dritte Mal in dieser Folge 0 kassiert. Ja, jetzt zumindest ein Auto als Trost. Das Licht erlöschen lassen. Der Typ, gib mir das mal auf den Piss, ey. Ach, Mann. Nur Siege hindern uns, alles. Sie werden zu langsam sein. Zu ängstlich.
Ja, machen wir das wenigstens hier. Wir müssen das Licht erlöschen lassen. Ist einfacher. Ja, ich habe ja keine Speedpoints, ne? Dritte Mal, wie gesagt, hintereinander. Ey, der hat mir zwei Rennen. Ich habe verschiedenen Karten. Habe ich mal den Renner ausgesucht und zweimal ist er mir hinterhergefahren, dass er mich holen kann. Hauptsache, der kann sich schön meine Speedpoints holen. Gut, Interceptor müssen wir zwei Stück machen auf Gold. Soll ich... Kann ich Leute nicht blockieren, weil mir das tierisch auf den Sack geht mit dem... Ist der erste Typ, ne? Ja, der verfolgt wieder irgendwen. Bloß nicht da in der Nähe oder so, der ist mich beschäftigt gerade. Jetzt müssen wir ja machen, diese komischen Dinge mit dem Pfeil da. Okay, das... Alter Verfalter, ey. Fahren wir mal vorbei. Nicht schon wieder, oder? Nummer 1 habe ich. Ich habe explizit, ich habe das Gefühl, echt der explizit, dass der mich verfolgt. Ja. Ist er wieder. Du Penner, Junge, geh mir nicht. Och, nerv mich bitte nicht dauerhaft jetzt, Alter. Ey, du wirst davon... Was willst du eigentlich von mir? Es ist jetzt das dritte Mal hintereinander, dass der mich verfolgt, ey. Ey, ich hab jetzt langsam wirklich einen Hass auf den Typen, Alter. Ey, der nimmt mir jedes Mal, egal wie viel Speedpoints ich habe. Ich habe jetzt wieder 16.000 gehabt. Ja, da muss ich dich verfolgen. Ich muss dir hinterher. Ich muss dich töten. Alter, ich schreib dem Typen gleich, dass er aber ein Problem mit mir hat. Hey, irgendwas hat der gerade so ein bisschen an mir, ne? Meine Fresse, ey. Kann ich nicht Leute blockieren? Dass sie mir nie wieder auf Piss gehen, ey? Der würde mich wahrscheinlich, selbst wenn ich Kopf wäre, würde mich die ganze Zeit verfolgen, damit er mir die Speedpoints klauen kann. Ich will dieses Kack. Sorry, wenn ich mich darüber aufrege. Erster Treffer. Wenn ich jetzt gleich wieder los verrückt auskommt.
Ich wette, der ist schon wieder auf dem Weg hierher. So, zumindest habe ich die beiden. Da ist wieder ein Kopf. Da ist ein Racehaken. So, zumindest das habe ich erledigt. Jetzt brauche ich wieder einen Kopf. Weil ich muss die Störsender und die drei von hinten ran. Zwei von hinten ran, so rum. Zwei Kopfs von hinten. Zwei Kopfs mit der. Ist das wieder. Nee, das ist nicht okay. Mal von hinten. Hammer. Ja, zumindest habe ich die erledigt. Mehr gegen die Kopf, das muss ich noch machen. Schade. Und der nächste. Ja, der Wagen ist mal wieder hin. Das ist jetzt mittlerweile das fünfte Mal, dass er mich holt. Also dieser Folge alleine schon. Ja, ich wollte mich wegdrehen, wollte dann wieder zurück in die Werkstatt. Und dann habe ich schön auf der Seite mitgenommen. Ich brauche gar nicht zu gucken. Drei Kopf von hinten drin. Ich muss mal was. Ich kann noch nicht einbauen, ne? Oh, ich kriege hier keine Speedpoints. Ich kann. Ja, ich muss diesen Störsender einbauen. Warte mal. Habe ich nicht ein Auto, wo das drin ist? Ja, hab ich. Dann machen wir das so. Garage verlassen. Oh, der Typ ist weg. Der Typ ist weg. Gut. Sorry, wenn ich mich so abfacke da drüber. Ja, mir geht es jetzt erstmal nur um die Fahrzeuge. Also wie gesagt, die Rennen sind mir gerade herzlich egal. Soll ich mich mal wenigstens zerstören? Ja, das Rennen ist mir herzlich egal, mein Ding brauche ich, wenn ich letzter werde. Guck erst, ich werde. Ich lasse mich jetzt zurückfallen, damit ich die. Boah, Alter! Ihr bleibt dahinter, lieber. Willst du mich verarschen? Ihr wollt nur hinter mir bleiben? Nee, dir ernsthaft jetzt? Sie wollen nur hinter mir bleiben? Komm ich sicher noch. Officer benötigt Verstärkung bei High Speed Racer Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Control,
habe eh nichts irgendwie für dich, Arschloch. Was soll ich denn machen überhaupt noch? Okay, ich muss mal. Zumindest kein so Stalker wie das Verrückte aus, der mich eben da ein bisschen geärgert hat. Wir sind aktiviert. Und Kopf zum Hintenraum habe ich auch erledigt. So, jetzt brauche ich noch die Betäubungsmine. Jetzt können sie mich meinetwegen cashen, ist mir scheißegal. Aber ich will das dann zumindest beenden. Wie gesagt, das Rennen ist mir herzlich egal. Ich hab die hier. Zumindest ein paar Speedpoints. So, sind wir eigentlich jetzt schon fertig mit der Folge? Ach nee, ich muss die Betäubungsmine noch machen, ne? Mit den Cops. Okay, das muss ich, das ist das 20er, was ich noch machen muss. Aber sonst gucke ich mal gerade wegen der Karriereübersicht. Slamme 5 Cops in der Sonne. Okay, das haben wir schon erledigt. Haben wir das in dieser Folge erledigt? Ich glaube, ja, das ist jetzt die erste. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade, haben wir das in der letzten Folge? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Gut. Das ist mir jetzt gerade. Warte mal. Reiche von Stufe 5. Gut, unser Scepter. Gut, das haben wir ja schon geschafft. Ja gut, da müssen wir schon den Gallardo wechseln. Wagen, Verfolgungstechnologie. Wagenauswahl. Ich muss mich auf mein Lambo mal wieder wechseln. Nämlich den hier. Ich weiß es tatsächlich echt nicht mehr, habe ich das schon gemacht. Naja, wenigstens müssen wir das erledigen. So, die Betäubungsminen müssen wir noch machen. Dann müssen wir jetzt mal auf die Garage verlassen gehen. Jetzt haben wir den nächsten, der mir auf den Sack geht, ey. Nee, da gehe ich nicht hin, weil da ist dieser Sakwesa 5. Den will ich nicht unbedingt. Ich will jetzt Kai und nicht unbedingt ärgern mit irgendwelchen Racern. Hier starten wir. Weil ich muss ja die Betäubungsmine noch machen. Weil dann bin ich fertig. So.
Q3 hinter mehreren Racern auf Sun Valley Run her. Benötige Hilfe durch alle verfügbaren Einheiten im Umkreis. Ja, auch das Rennen ist mir jetzt letztlich egal. Ich will nur ein paar Cops ärgern. Weil die Hauptaufgabe haben wir nämlich erledigt. Ah, scheiße. Immer noch nicht getroffen? Also irgendwie haben sie nicht keine Lust. Schon wieder nicht getroffen? Jetzt haben wir sie getroffen. Kontakt zu Verdächtigen verloren. Immer mit. Also weiter sind wir nämlich fertig mit der Speedlist. Sorry, Alter, wenn ich mich ab und an mal aufrege. Ja, das ist auch erledigt. Zumindest mal wieder Speedrun, auch wenn es nur 11.000. Wir haben ein neues Auto, ein Ford GT. Übrigens ist es. Für die Leute, die es nicht wissen. Sollte die Straßen sicherer machen. Aber sie sind gefährlicher geworden. Gefährlicher für uns. Und gefährlicher für alle, die ins Kreuzfeuer geraten sind. Viele Racer werfen das Handtuch. Aber eine neue Gruppe ist aufgetaucht. Ihr Anführer hat den Decknamen Fate. Keiner weiß, woher er gekommen ist. Aber er hat alle Racer offen herausgefordert. Das Land ist auf die Stadt aufmerksam geworden. Und wer sich einen Namen macht, steht im Rampenlicht. Rivalen zeigen uns, wer wir sind. Zeigen uns, wo wir in der Nahrungskette stehen. Fate will mir zeigen, wo mein Platz ist. Aber ich werde den Spieß umdrehen. Das VRT wird mit uns im Mittelpunkt stehen. Ja, wir müssen 2 Zeitfahren machen und 2 Rennen auf Gold. Bei der Verfolgung zumindest. Fate ist da draußen. Irgendwie. Ich werde meine eigene Herausforderung bestehen. Das machen wir hier so. Da draußen. Irgendwo. Gut. Ich überlege gerade. Sollen wir Feierabend machen? Ich glaube, wir machen Feierabend. Wir haben die letzten 2 Folgen so lange. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr bei Let's Play Need for Speed Rivals. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Ja, dann, wenn ihr Bock habt, mal mitzumachen, dann schreibt mir einfach. Plätze sind immer frei. Hier bei mir in der Party und auch im Spiel selber. Bis dann. Ciao.